6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Das sind ja gar nicht so viele. Machst du Witze? Wie willst du an nur einem Wochenende 12 Bücher lesen? Prinzessin Celestia denkt, dass ich das kann, sonst hätte sie mir den Auftrag nicht erteilt. Und ich werde sie garantiert nicht enttäuschen. Nun, dann wirst du das Wochenende wohl ohne Schlaf verbringen. Ganz ehrlich, Spike, wieso nimmst du dir heute nicht frei? Meinst du? Warum nicht? Ich glaube, ich bin hier ziemlich beschäftigt. Ich habe eine lange Liste mit Dingen, die ich schon längst tun wollte. Mit der Zunge die Nase berühren. Erledigt. Auf meinem Bauch herumtrommeln. Erledigt. An meinen Stinkefüßen riechen. Oh. Erledigt. Das hat ja nicht annähernd so lange gedauert, wie ich gedacht habe. Was soll ich jetzt tun? Was soll ich jetzt tun? Eine Fahrt mit dem Heißluftballon. Oh nein! Halt! Ballon fliegt weg! Tut mir leid! Ziemlich knapp. Wenn ich es nicht besser wüsste, dann würde ich schwören, dass ich mitten im dunklen, unheimlichen Everfree Forest bin. Oh, was war das? Ach komm, Spike. Nur weil es in diesem Wald wilde und gefährliche Tiere gibt, heißt das nicht, dass du einem begegnest. Oh! Kommt und fangt mich, ihr Riesentrottel! Ah? Lauf! Ich laufe! Du hast diese Steine auf sie geworfen, als wären es Raketen. Peng, 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 peng. Du hast mein Leben gerettet. Ach komm, nicht der Rede wert. Machen wir uns lieber auf den Rückweg. Mann, zum Glück warst du auch hier. Aber wieso warst du hier? Ich habe den Ballon ohne Pony wegfliegen sehen und ich bin ihm hinterhergerannt. Genau wie du, hä? Ja. Ich habe auch versucht, den Heißluftballon einzufangen, weißt du? Also, jetzt haben wir ihn ja gefunden. Lass uns gehen, hä? Danke, dass du mich begleitet hast. Das war sehr nett von dir. Aber jetzt muss ich mich um ein paar Sachen kümmern. Also, bis später. Um was für Sachen? Ich helfe dir. Das ist lieb, aber du musst nicht. Das ist ja wohl das Mindeste. Du hast mich gerettet. Ich muss mich doch revanchieren. Komm, Spike. Dafür hat man doch Freunde. Du musst dich für gar nichts revanchieren. Natürlich. Ist schon in Ordnung. Das ist nicht nötig. Applejack, du verstehst nicht. Ich möchte das unbedingt tun. Naja, dann will ich mich mal nicht dagegen sperren, wenn du das unbedingt tun musst. Toll. Wo fange ich an? Applebloom ist da hinten und badet den kleinen Pigginton. Ich wollte ihr dabei helfen, aber vielleicht kannst du das auch übernehmen. Bin dabei! Applejack sagt, ich kann dir helfen. Toll! Ich kann wirklich jede Hilfe gebrauchen. Warte, bis Applejack erstmal sieht, wie du glänzt. Tada! Gute Arbeit, ihr zwei. Applejack, ist es in Ordnung, wenn ich gehe? Ich möchte nicht zu spät zu unserem Clubtreffen kommen. Wir versuchen es heute mal mit Wasserski. Dann solltest du wirklich nicht zu spät kommen. Wasserski, Schönheitsfleck, ich komme! Spike,
Du kannst jetzt auch ruhig gehen. Ich denke, du hast dich inzwischen genug revanchiert. Damit sind wir nun offiziell quitt. Was? Oh nein, wir sind nicht mal im geringsten quitt. Bitte, Applejack, ich möchte dir so gern weiterhelfen. Ich weiß nicht, Spike. Es fühlt sich irgendwie nicht richtig an, wenn du so viel hilfst. Bitte. Wirklich, du brauchst... Bitte, bitte. Aber es ist doch nicht notwendig. Bitte, bitte. Bitte, bitte. Wenn du unbedingt willst, du könntest noch Granny Smith und mir beim Backen... Kuchen, Kuchen. Ich helfe Applejack beim Kuchenbacken. Spike, kleines Kerlchen, kannst du uns noch ein paar Eier holen? Schon erledigt. Oh, ups, tut mir leid, Applejack. Ich wische es sofort weg. Ich weiß deine Hilfe zu schätzen, Zuckerschnäuzchen, aber ich schaffe das auch selbst. Ach, sei doch nicht albern. Es ist mir eine Ehre und eine Pflicht. Heute ist nur der Anfang. Was sagst du? Du hast mein Leben gerettet. Gemäß des Spike-Drachen-Kodex stehe ich lebenslang in deiner Schuld und muss dir dienen. Schön, aber was ist mit Twilight? Sie braucht deine Hilfe doch auch weiterhin. Ah, du hast recht. Ich erzähle ihr die Neuigkeiten. Ich kann nur hoffen, dass sie es nicht zu hart trifft. Bin gleich zurück. Komm schon, Spike. Es geht hier um deinen persönlichen, moralischen und ethischen Drachenkodex. Du musst dazu stehen. Du kannst mit Twilight weiterhin befreundet sein. Aber das ist nicht das Gleiche. Es muss getan werden. Twilight, Applejack hat mich vor den gefährlichen, drachenfressenden Timberwölfen gerettet. Und, wie du ja weißt, halte ich mich an meinen Drachenkodex. Und das bedeutet, dass ich ihr für den Rest meines Lebens dienen muss. Ich bin sicher, du kannst das verstehen. Es war mir eine Ehre, dein vertrauter Gehilfe gewesen zu sein. Hört sich gut an. Oh. Sie hat gesagt, es geht in Ordnung. Wirklich? Also, mit Twilights Segen kann ich meinem Drachenkodex folgen und dir dienen bis... Naja, eigentlich für immer. Hör zu, Zuckerschnäuzchen. Ich kann verstehen, dass es dir mit deinem Kodex ernst ist. Das tue ich wirklich, aber ich kann mich nicht mit dem Gedanken anfreunden, dass du mir dienst. Bitte, Applejack. Mein Drachenkodex ist ein Teil von mir und ich muss ehrlich zu mir sein. Wenn du mich ablehnst, kann ich kein edler Drache mehr sein. Oh, nun, ich kann ja nicht verantworten, dass du kein edler Drache mehr bist, oder? Toll! Und von jetzt an ist dein Wunsch mein Befehl. Oh, okay. Gut, also als erstes wünsche ich... Häng mit mir den Kuchen, den wir gebacken haben, zu... Rarity? Sicher, wieso nicht? Den hab ich gebacken. Sogar dann gut aus, wenn du kaust. Und wer sieht schon gut aus, wenn er kaut? Na, möchtest du nicht noch mehr? Ich hab schon gegessen. Es ist 10 Uhr. Frühstück, ein großes Frühstück. Oh, okay. Du kannst ja ihren Teller in die Küche zurückbringen und abwaschen. Wie du wünschst. Was hat das denn alles zu bedeuten? Ich habe Spike im Everfree Forest vor den Timberwölfen gerettet. Und jetzt denkt er, dass er mir ewig dienen muss. Oh, was gäbe ich dafür, wenn ein Pony in meiner Schuld stehen würde? Ich würde es meine Schränke aufräumen lassen und meine Hufe polieren und mir beim Nähen helfen lassen und... Okay, hab schon verstanden. Für dich wäre es ein Traum, wenn ein Pony all deine Wünsche erfüllen würde. Aber mir gefällt es nicht, dass Spike denkt, er sei mir was schuldig. Du hast den Kuchen probiert. Manchmal ist Hilfe eben nicht sehr hilfreich. Hast du vielleicht irgendwo einen Besen?
Applejack, Rarity, was gibt es Neues? Applejack hat Spikes Leben gerettet und jetzt will Spike ihr dienen. Super cool. Und was lässt du ihn tun? Wäsche waschen, Haus aufräumen, deinen Roman vollenden? Meiner handelt von einem Pegasus-Mädchen, das die beste Fliegerin aller Zeiten ist und Captain der Wonderbolts wird. Wie bist du nur auf diesen verzwickten und geschickt gestrickten Handlungsstrang gekommen? Ist mir so eingefallen. Ich möchte aber gar nicht, dass er mir auf ewig dient. Ich kann ihn nur nicht davon abbringen. Ach, kinderleicht. Gib ihm einfach etwas richtig Schweres zu tun. Ich weiß nicht. Nicht, dass er sich verletzt. Bitte. Er wird bestimmt aufgeben, bevor er sich verletzen kann. Überlass mir das. So, Spike, Applejack wollte mit mir ein paar Heuballen aufhäufen, damit ich hindurchfliegen kann. Aber ich fühle mich heute so besonders extra stark. Tatsächlich? Ja, allerdings. Also würde ich gerne statt Heu Felsen aufstellen. Felsen? Ja, einen großen Turm aus Felsen und du kannst ihn bauen. Was, ich? Ja, es sei denn, du willst Applejack nicht unterstützen. Oh doch, das ist mein Drachenkodex. Na dann leg los. Vertrau mir. Ich sag dir, das wird wunderbar klappen. Ich war sicher, dass er nach 3 Felsbrocken aufgibt. Oh, du meine Güte. Wenn das mir passiert wäre, hätte ich vorgegeben, ich hätte nichts für ihn zu tun. Wieso ist mir das nicht eingefallen? Ist das hoch genug? Das ist ziemlich hoch. Komm runter, Spike. Negativ. Er hat den Turm aus Felsbrocken tatsächlich gebaut. Positiv? Ich muss in einen Turm aus Felsbrocken fliegen. Los, du schaffst das! Los, ja! Boah, der Wahnsinn! Willst du noch mal, Rainbow Dash? Applejack kann den Turm wieder aufbauen. Und wenn ich Applejack sage, meine ich natürlich mich. Sicher, warum nicht? Nein! Ich meine, ich glaube nicht, dass Rainbow Dash noch deine Hilfe braucht. Meine Hilfe. Nein, sie braucht sie nicht. Richtig, Rainbow Dash? Ja, ich denke, das reicht schon. Im Moment. Ja, und mir auch. Mir fällt nichts mehr ein, wobei du mir helfen kannst. Also gibt es nichts mehr für dich zu tun. Was heißt, dass dir nichts mehr einfällt, wobei ich dir helfen kann? Genau das. Mir fällt nichts ein. Es gibt nichts, was du noch tun kannst. Wenn ich dir nicht helfe, kann ich kein edler Drache mehr sein. Nun, ich... Vielleicht meinst du nur, du brauchst keine Hilfe. Dabei brauchst du ganz dringend Hilfe. Wenn sie Hilfe bräuchte, wüsste Applejack es bestimmt. Vielleicht auch nicht. Vielleicht muss ich ihr helfen, zu erkennen, wobei sie Hilfe braucht. Zum Beispiel beim Rückenkraulen. Oh, das fühlt sich wirklich gut an. Seht ihr? Oder vielleicht möchtest du dich an dein Lieblingslied erinnern. Die liebsten Wesen auf der Welt sind Drachen. Denn Drachen sind so gut im Schätze bewachen. Ich glaube nicht, dass das ihr Lieblingslied ist. Oder du brauchst Hilfe beim Atmen. Beim Atmen? Ich brauche bestimmt keinen. Seht ihr? Es gibt so viele Dinge, bei denen ich helfen kann. Du musst dir nicht mal die Mühe machen, darüber nachzudenken. Nein, ich werde nachdenken. Lass mich nachdenken. Wie du wünschst. Twilight? Twilight, bist du da? Twilight! Tut mir leid, ich wollte dich nicht erschrecken. Nein, ist in Ordnung. Ich muss eh eine Pause einlegen. Sag, was ist denn? Wie du weißt, will Spike unbedingt seinen Drachenkodex erfüllen und mir ewig dienen, weil ich sein Leben gerettet habe. Ich weiß, dass du einverstanden bist, aber... Moment. Was? Er hat gesagt, er hätte dir alles erzählt. Kann es sein, dass du vielleicht ein bisschen unaufmerksam gewesen bist? Vielleicht ein bisschen. Ach, ich hätte wissen müssen, dass du ihn nicht einfach so gehen lässt. Na jetzt, wo du weißt, was los ist, bringst du ihn vielleicht wieder zur Vernunft. Oh, Applejack, ich wünschte, ich könnte, aber wir reden hier gerade über einen Drachenkodex. Und du weißt, wie wichtig der Drachenkodex für einen Drachen ist. Ich komme so langsam dahinter. Es gibt nur eine Möglichkeit, wie Spike von der Schuld dir gegenüber befreit wird. 70, 71, 72, 73, 74, 75. Hör zu, Mädels. Das ist der Plan. Spike muss unbedingt mein Leben retten. Und du hast den Plan, dass ich in einer Kanone in dein Wespennest schießen und Spike dich mit einem Schmetterlingsnetz rettet, Sekunden bevor du im Nest von 1000 zornigen Wespen zerstochen wirst. Ich werde mich mit diesem Bart tarnen. Nein, ich habe geplant, mich von einem Timberwolf angreifen zu lassen. Kann ich trotzdem den Bart tragen?
ich das Signal gebe, werden Pinkie Pie und Rarity aus dem Wald gelaufen kommen und von einem Timberball verfolgt werden. Ich renne dann auch los und werde so tun, als würde ich feststecken. Dann werde ich Spike bitten, mich zu befreien. Das wird er tun und dann werde ich vor dem furchteinflößenden Timberwolf fliehen können. Und nach dieser großartigen Rettung sind Spike und ich endlich quitt. Habt ihr das verstanden? Aha. Ich gebe mein Bestes. Mhm. Darf ich noch kurz was fragen? Ja. Nein. Ganz wie du willst. Wir sind alle bereit, unsere Rolle zu spielen. Aber bist du auch bereit für deine Rolle, Applejack? Was meinst du damit? Gib uns doch mal eine Kostprobe deiner Stute in Nöten. Oh, naja. Wie ist das? Absolut entsetzlich! Okay, daran müssen wir ernsthaft arbeiten. Gut. Zuerst musst du deinen Vorderhuf ungefähr so an deine Stirn legen. So. Applejack! Keine Zeit! Schnell, er kommt! Ich bin hier drüben, Spike! Du hast gesagt, du hast noch eine Aufgabe für mich? Oh ja, ich dachte, du könntest vielleicht diese ganzen Blätter zu einem Komposthaufen zusammenfegen und... Gern, natürlich. Oh, übrigens, es gibt genau 24.567.837 Grashalme auf Sweet Apple Acres. Ich fass es nicht, er hat tatsächlich jeden Grashalm gezählt. Du hast mich doch darum gebeten. Und als edler Drache folge ich meinem Drachenkodex. Und das war äußerst überzeugend. Ein Timberwolf! Wir sind alle verloren! Siehst du, das macht man so. Oh nein! Ich glaube, ich habe mir meinen Huf zwischen zwei Steinen eingeklemmt. Ich kann nicht mehr weglaufen. Ich bin offensichtlich eine Stute in Nöten. Hilf mir, Spike! Warte, Moment! Nein, nein, ich kann nicht warten. Rette mich vor dem furchterregenden Timberwolf. Nun, er wäre sicher furchterregend, aber der ist eine Fälschung. Man hört das Trappeln seiner Klauen. Das Brüllen war echt gut. Und die Details in seinem Gesicht sind auch toll. Aber ihr habt eins vergessen. Den Atem. Man kann den Atem eines echten Timberwolfs eine Meile... Zu spät, ich weiß doch schon. Timberwölfe! Timberwölfe! Stein aufgehoben, ihn diesem riesigen Timberwolf mitten ins Maul geworfen und mein Leben gerettet. Ach, war doch nicht der Rede wert. Doch, das war's, Spike. Und ich hätte sicher nicht deine Hilfe gebraucht, wenn ich nicht zuerst versucht hätte, einen falschen Timberwolf-Angriff vorzutäuschen. Ja,
Was hatte das übrigens für einen Grund? Ach, ich weiß, wie wichtig dir dein Drachenkodex ist. Aber wenn sowas nochmal in der Zukunft passiert, halte ich mich lieber an meinen Kodex, der sagt, das, was Freunde füreinander tun, ist gut, wie es ist. Ich verspreche dir, dass ich dich immer als edlen Drachen sehe. Das hört sich richtig gut an. Aber vielleicht versuchen wir in Zukunft Situationen zu vermeiden, in denen einer dem anderen das Leben retten muss. Ich glaube, das wäre das Beste. Danke, Spike. Ich helfe dir gern. Was würde ich nur ohne dich tun? Oh, wirklich? Ich bin wirklich, wirklich, wirklich froh, dir helfen zu dürfen. Oh.